aber wir sind jetzt gerade rein. Ich bin der Tonmann. Hallo, Test. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde ja langsam auch mal wieder Zeit. Pommes! Heute machen wir einen kleinen Ausflug, gemeinsam mit dem Tourette-Syndrom natürlich. Und zwar in den Kölner Zoo. Wir ficken Elefanten. Tourette! Und da ist es mal ganz lustig zu sehen, wie sich meine Ticks so gegenüber den ganzen Tieren verhalten. Fick dich! Im Laufe des Videos versuchen wir dann noch ein paar von euren Fragen zu beantworten. Indem wir uns dann einfach mal irgendwo eine stille Ecke suchen und dann mal gucken, Test! Ob wir da noch ein bisschen auf die Kommentare eingehen können. Hi! Ball! Hi! Tierfleisch! Da vorne sind sie. Vom Leoparden ins Tier geklaut. Von Leoparden? Die Tiger, die Giraffen. Von Leoparden? Ich bin eine schwule Giraffe. Bombe! Hi. Ball! Ja, jetzt sind wir auf dem Weg ins Eulenkloster. Pommes! Also, es sind keine Eulen, glaube ich. Ach, da ist eine. Da. Die ist irgendwie süß. Was ist ein Uhu? Ein Uhu. Das ist ein Klebestift. Pommes. So, wir haben uns hier mal eine stille Ecke ausgesucht, um mal ein paar Fragen zu beantworten. Wir machen jetzt rum. Hey. Weil, Flamingos sind schwul. Es ist echt voll bei den anderen Gehegen und das ist echt schwer machbar, da die Fragen in Ruhe zu beantworten zu können, weil da so viele Leute einfach sind und es ist so voll heute. Rauch Weed, glaub mir, du bist frei. Ja, zum Thema Cannabis und Tourette hatte ich ja schon mal was gesagt. Den ganz vielen Leuten, die Tourette haben, hilft der Konsum von Cannabis gegen ihre Ticks, was bei mir leider nicht der Fall ist. Mörder! Arsch! Bei mir löst es nämlich Panikattacken aus. Wie ist das, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs sein möchtest? Am Flughafen ist man ja schon aufmerksamer, wenn jemand Bombe oder ähnliches ruft. Also wenn ich irgendwo hinfliege mit dem Flugzeug, muss ich die Flughäfen vorher vorwarnen. Also mich halt da anmelden, sage ich mal, dass ich da komme und derartige Terror-Ticks habe. Allahu Akbar, Pommes! Und Pelikane sind doch schwuler. Und es gibt tatsächlich manche Flughäfen, die sagen, das machen die nicht mit. Und dann wird auch vielen anderen Betroffenen da schon mal dann verweigert, dass sie den Flughafen betreten dürfen. Aber ansonsten im Flugzeug, also im Inneren des Flugzeugs, stellt es kein Problem dar. In Bonn und in Düsseldorf war es kein Problem, von da bin ich schon abgeflogen. Ein Flughafen, wo es immer wieder mal Probleme gemacht hat, das war zum Beispiel Frankfurt. Da hat es dann aber zuletzt auch geklappt. Da werde ich ja im Mai auch noch eine Reise von aus antreten. Okay, super. Ins World Trade Center rein! Ist Tourette eigentlich eher so, dass man einen starken Drang hat, Dinge zu sagen bzw. machen? Oder dein kommt Gesicht das? Stört. Entschuldigung. Tourette, du bist ein Elefant im Zoo. Hey. Jetzt muss ich mal von vorne. Ist Tourette eigentlich eher so, dass man einen starken Drang hat, Dinge zu sagen bzw. zu machen? Oder kommt das einfach so raus? Also den Drang dazu, das zu rufen, habe ich nicht. Es ist vergleichbar mit einem Niesen. Also immer kurz bevor ich ein Wort rufe, fühlt sich das so an, als ob man niesen muss. Man hatte vor dem Niesen ja immer dieses Kribbeln so in den Nebenhöhlen. Arsch! Und bevor man einen Tick hat, also Tourette-bedingt ein Wort ruft, hat man dieses Kribbeln so in den Stimmbändern. Und also es ist daher nicht der Drang, das zu rufen. Wie ist das, wenn du chattest, zum Beispiel auf WhatsApp? Musst du dann auch gewisse Dinge schreiben oder kannst du das wie jeder andere auch? Da kann ich auch was zu sagen. Und zwar ist es mal sehr oft so, dass mir dann die Ticks sich auch auf das Handy auswirken und dann zum Beispiel auch mal Sachen wie Mussolini und so einfach geschrieben werden. Und Mussolini! Also du hast beim Schreiben teilweise eigentlich auch... Spaghetti-Fresse. Genau. Du hast dann beim Schreiben eigentlich teilweise auch die gleichen Ticks wie beim Sprechen ganz normal. Oh, wenn wir im Gebüsch rummachen. Tourette kann sich tatsächlich auch schriftlich äußern. Bei dem Galileo-Beitrag hat man ja auch gesehen, dass ich da mal aus Versehen Hakenkreuz gezeichnet habe, was ab und an auch schon mal vorkommt. Aber dass ich im Chat Leute beleidige, das kommt wie gesagt vor, aber es ist eher selten. Fick dich!
Da werden Pommes. Hey, Überfall. Und wir denken, dass da eigentlich am meisten Platz von dann kommen werden. Aber mal sehen. Ball. Also am Eingang vom Affenhaus stand dran, bitte Ruhe. Pommes. Vielleicht sind die Tiere ja ein bisschen, also lärmempfindlich. Und der Anblick von Affen triggert mich normalerweise ein bisschen, da ich die Geräusche von denen danach mache. Bis jetzt habe ich aber noch keinen gesehen. Ball. Hitler, Überfall. Bombe. Ha, Pommes. Ach, du blöder Affe. Komm mal her. Ich hab zuerst gedacht, vielleicht laufen die hier auch frei rum und das mit dem Selfie-Stick-Waffe-Boten. Da vorne sitzt ein Affe oder liegt da gerade. Ein ausgestellt. Da vorne liegt er. Pommes. Wichser. Wie wir gerade gesehen haben, ist jetzt nochmal ein Affengehege, wo wir vorbeilaufen. Pommes. Ach. Boah. Der hat eine wunde Rosette. Nein, niemals. Ball. Fett Arsch voraus. Ball. Mörder. Jan sich mit dem Brüllaffen identifiziert, muss er jetzt natürlich ein Bild für seine Story davon machen. Mörder. Hast du ein Bild gemacht für deine Story? Ich mach das auch in die Story. Das sind meine Artgenossen. Pommes. Penis. Pommes. Das Pferd ist auf den Zebrastreifen gefallen. Zebras sind auch cool. So, was ist dein Fazit bis jetzt zum Zoo? Wie läuft das mit dem Tourette? Ah ja, läuft, die Leute? Läuft ganz gut. Die Leute haben bis jetzt noch gar nicht aktiv reagiert. Sie gucken nicht mehr und nicht weniger als sonst. Ich bin hier der wildeste Affe. Und ja, gab Gott sei Dank auch noch keine größeren Zwischenfälle. Weiter zu den Flamingos. Flamingos sind schwul. Ey, Mörder. Flamingos tanzen Flamenco. Bestimmt. Ball. Das ist der CSD im Zoo. Mörder. Überfall. Pommes. Ich hab kein Tourette, ich bin unfreundlich. Überfall. Die Show steht aber was anderes. Ja. Das ist der neue Tourette-Merch. Pommes. Überfall. Irgendwann machen wir das mal. Es hätte echt was, diese T-Shirts mit den Sprüchen drauf und sowas. Das würde bestimmt auch gut ankommen bei den Leuten. Findest du nicht? Doch, es würde bestimmt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das interessant finden würdet. Ja, genau, mach das mal. Ihr könnt nicht schreiben, ihr seid doof. Pommes. Ja, die Seelöwin finde ich ehrlich gesagt extrem niedlich. Und so von den Gesichtszügen erinnert mich das richtig an meine Katze. Ich bin ein wilderer Robbenjagd. Mörder. Pommes. Dabei. Ja, die schwimmen die ganze Zeit, ne, unter Wasser.
Ja, das haben diese Seelöwen ja so an sich, ne? Arsch! Deswegen heißen sie auch See. Die suchen nach der Titanic. Rettet die Wale, esst mehr Japaner. Mörder. Oh, wie süß. Man könnte fast meinen, dass es ja alles Artgenossen von mir sind. Pommes! So, jetzt wollten wir nochmal auf die restlichen Fragen eingehen, die wir... Hey! Du hast dir die rausgesucht, die du dir so rausgesucht hast. Ja. Und, Fick dich! Ja, genau. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist... ob sich deine Ticks weiterhin auf Deutsch äußern, wenn du eine Konversation zum Beispiel auf Englisch hältst, falls du so eine Situation schon hattest. Also wenn ich Englisch spreche, habe ich währenddessen keine Ticks. Hey. Weitere Fremdsprachen, also ich habe mal ein Jahr lang Französisch gehabt, wirklich Unterhaltungen, also Fremdsprachenunterhaltungen kann ich nur auf Englisch führen und da ist es so, Penis, dass das Tourette-Syndrom währenddessen tatsächlich unterdrückt ist. Ich drück dich. Fick dich. Und dass ich dann anfange, Sachen zu übersetzen, das ist mir so noch nicht passiert, aber ich kann ein paar Kraftausdrücke auf anderen Sprachen und die rufe ich dann je nach Situation ab und an mal. Okay. Mutter! Wie würde Tourette aussehen, wenn es keine Fluchtwörter gäbe? Also wie ich das schon mal erwähnt hatte, Tourette-Syndrom ist nicht automatisch Schimpfwörter rufen. Es gibt das durchaus, wie man sieht. Ich habe ja eine Coprolalie, so wie sich das nennt. Das ist die Form von Tourette, bei der man Schimpfwörter ruft. Hä? Und in den meisten Fällen äußert sich das Tourette-Syndrom einfach durch Geräusche oder gegebenenfalls auch andere Wörter. Ich meine, ich rufe ja auch nicht nur Schimpfwörter. Pommes ist ja beispielsweise kein Schimpfwort. Kannst du wegen Volksverhetzung oder Beleidigung angezeigt werden? Klar, theoretisch kann man mich anzeigen. Die Anzeige würde dann aber zurückgezogen werden, weil diese Ausrufe, die... Ich weiß, man darf nicht halt Hitler rufen, aber diese Ausrufe, die Tourette-bedingt sind, das ist ja nicht ernst gemeint und nicht kontrollierbar und demnach kann es auch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Verfotzen! Entschuldigung. Ebola! Test. Hey. Hitler ruft an. Hallo. Bombe! Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Genau, zur letzten Frage. Die auch noch viele interessiert hat, ist, wie es beim Friseur aussieht. Wie das funktioniert, dass sie dir die Haare schneiden, ohne dass sie dich irgendwie verletzen oder... Ja, also beim Friseur ist tatsächlich noch jemand verletzt worden. Ich war zuletzt gestern dort. Ich gehe natürlich immer zu dem gleichen Friseur, weil die auch recht gut mit mir umgehen können. Und das mit dem Haare schneiden funktioniert super. Ich bin währenddessen sehr konzentriert und dann habe ich ja mal Phasen, wo ich dann mit dem Kopf nicht wackel, aber dafür dann mehr mit den Beinen. Dann schneidet die Friseurin schnell und dann sie setzt halt zwischendurch kurz ab und da kommt die Gisela dann ein bisschen mehr zum Vorschein. Aber und so funktioniert das. Die sind ja auch auf dich eingestellt. Die sind, das funktioniert gut und die sind, sind auf mich eingestellt, ja. Hey. Okay. Ach. Und dann gab es natürlich noch ganz viele positive Kommentare ich von euch. Ich hab die Haare schön. Und gute Ratschläge für die... Ich denke, Jan, wir uns eigentlich immer bedanken wollten und dass es auch so positiv von euch alles angenommen wird. Genau. Und ja, genau. Ihr seid hässlich, fickt euch. Ja, die Gisela ist nicht so freundlich, aber wir freuen uns auch darüber, dass halt in so kurzer Zeit halt so eine mega krasse Anzahl an Abonnenten gekommen ist. Da, also es hat mich echt positiv überrascht. Ja. Ich war HIV positiv überrascht. Arsch. Wir auch niemals sind. Und Wichser. Ja, das ist halt mega krass und da bedanken wir uns natürlich echt für. Hätten wir niemals mit gerechnet, vor allem, dass das so schnell einfach so viele Menschen werden, die sich dafür interessieren, auch für das Thema. Ja, aber es ist ja cool, dass man halt damit eine Reichweite so bekommt und man Leute für das Thema Tourette-Syndrom sensibilisieren kann. Genau. Das war heute mal wieder ein sehr ereignisreicher Tag. Die Gisela hat heute richtig auf Kacke gehaut. Muss groß, Digga. Ey. Und ja, ich hoffe, ihr fandet es genauso witzig wie wir und ich fick euch in den Arsch. Hey. Hallo, guten Tag. Pommes! Ich hätte gerne eine mittlere Pommes und ein 6er Chicken Nuggets. Heroin! Können wir nur oder einzeln? Einzeln bitte. Pommes! Mittlere Pommes und eine 6er zu sauer. Ja, genau. Pommes! Hast du einen Wunsch? Sonst nichts, danke. Zum Beste schon.